Lass uns doch mal gemeinsam von 0 bis 19 zählen. Also ich fange einfach mal an mit der 0. Dann kommt die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, 6, 7, 8 und die 9. Und jetzt kommen die zweistelligen Zahlen, die schreibe ich mal da rechts nebenhin. Und zwar die 10 kommt nach der 9, dann kommt die 11, dann kommt die 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 und zu guter Letzt die 19. Okay, warum habe ich das jetzt gemacht und diese Zahlen hier aufgeschrieben? Ich möchte dir zeigen, dass es ein gewisses Muster gibt in den Zahlen hier auf der rechten Seite. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass jede dieser Zahlen hier mit einer 1 beginnt. Also ich hebe die 1 mal jedes Mal auch nochmal einmal hervor in gelb. Diese 1 steht bei den Zahlen hier auf der rechten Seite immer an der Stelle, die man die Zehnerstelle nennt. Das heißt, die sagt dir immer, aus wie vielen Zehnen besteht denn die ganze Zahl? Also, was meine ich damit? Naja, wenn ich das Ganze mir nochmal ein bisschen genauer angucke, könnte ich sagen, die Zahl hier ganz links heißt, ich habe eine 10. Das heißt, eine 10 besteht aus einer 10 und 0 Einsern. Also rechne ich nochmal 0 Einser obendrauf. Jetzt denkst du dir bestimmt auch, okay, das war jetzt sehr offensichtlich, dass 10 das gleiche ist wie 10 plus 0, weil, naja, alles plus 0 ist halt das gleiche. Aber lass mich mal kurz weitermachen und dann siehst du vielleicht, was ich damit meinte. Also bei der 11 zum Beispiel hast du auch wieder eine 1 in der Zehnerstelle hier vorne, die ich gelb geschrieben habe. Also besteht die 11 aus einer 10 und aus einem Einer, weil rechts noch diese violette 1 steht. Lass mich das auch noch in violett hinschreiben. Also hier plus 1. Und wenn ich jetzt weitermache, die 12 zum Beispiel besteht aus einer 10, wegen der gelben 1 hier in der Zehnerstelle. Und obendrauf kommen nochmal zwei Einer, wegen der 2 in der Einerstelle. Und so geht das Ganze hier weiter. Die 13 besteht aus einer 10 und einer 3. Die 14 aus einer 10 und einer 4. Und die 15 aus einer 10 und einer 5. Dir ist das Muster jetzt bestimmt schon aufgefallen. Du kannst ja einfach mal jetzt Pause machen, also das Video anhalten und versuchen, die nächsten vier Zahlen ebenfalls in dieser Schreibweise hier zu schreiben, wie ich es für die ersten fünf gemacht habe. Also versuch doch mal, ob du hinschreiben kannst, 16 ist das gleiche wie 10 plus irgendwas und 17 ist das gleiche wie 10 plus irgendwas und das für alle vier Zahlen. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter und ich weiß ja jetzt schon, weil ja diese 1 hier vorne, die habe ich ja schon hervorgehoben in der Zehnerstelle. Das heißt, ich weiß schon, dass die nächsten vier Zahlen auch alle aus mindestens einer 10 bestehen. Deswegen schreibe ich die jetzt einfach mal hier hin. Und danach gucke ich mir jetzt jeweils die Einerstelle an von den Zahlen. Also bei 16 steht eine 6 in der Einerstelle. Deswegen kann ich hier noch 6 auf die 10 drauf addieren. Und das heißt dann, dass 16 das gleiche ist wie 10 plus 6. Und bei der 17 kommen nochmal 7 obendrauf auf die 10. Bei der 18 kommen nochmal 8 obendrauf. Und bei der 19 kommen nochmal 9 obendrauf. Und jetzt ist dir bestimmt das Muster auch komplett aufgefallen, nämlich, dass diese 1 hier vorne, die heißt halt, wie viele Zehner man hat. Wie du sehen kannst, hier steht überall immer eine 10 vorne. Und die rechte Zahl, die gibt dir immer an, wie viele Einer du hast.